Was war das für ein verrücktes Fußballjahr? Die Corona-Pandemie ließ den Amateurfußball fast komplett stillstehen. Wir alle mussten uns neu ausrichten. Sowohl auf dem grünen Rasen als auch in den eigenen vier Wänden. Wir mussten feststellen, dass es wichtigere Dinge als den Fußball gibt, auch wenn das schwer zu akzeptieren war. Solidarität war nun mehr denn je gefordert. Und ihr, als Ehrenamtlerin oder Ehrenamtler, als Trainerin oder Trainer, als Spielerin oder Spieler. Ihr als Verein habt diese Solidarität in dieser außergewöhnlichen Zeit unter Beweis gestellt. Aber auch die Partner und Sponsoren des Amateurfußballs in Bremen, die ein wichtiger Eckpfeiler für den geilsten Sport der Welt sind, haben uns trotz des geringen Spielbetriebs weiterhin unterstützt. Der Bremer Fußballverband will Danke an euch alle sagen. Danke für euer Verständnis. Danke für euer Engagement. Eine gute Sache hat diese Situation vielleicht aber doch. Die Vorfreude auf das Wiedersehen mit dem runden Leder. Das Wiedersehen mit den Mädels oder den Jungs der eigenen Mannschaft. Das Wiedersehen auf dem grünen Rasen. Bis dahin, bleibt gesund.